Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Schildis Talk. Heute geht es um das Thema, ob ich mir eine Schildkröte als Haustier zulegen kann und was ich alles beachten muss vorher. Wir haben euch dafür eine Checkliste für die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Wenn euch das Video gefällt, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Videos. Fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Schildkröten sind Wildtiere und sehr aktiv, daher braucht man ein Freigehege im Garten. Außerdem ein Frühbett, in dem sie schlafen können. Zu guter Letzt benötigt ihr die passende Technik, damit ihr die Wärme in ihrem Herkunftsland nachahmen könnt. Viele wissen am Anfang noch nicht, dass Schildkröten wechselwarme Tiere sind. Das heißt, sie benötigen eine gewisse Temperatur, um überhaupt aktiv zu werden. Denn sie können sich selbst nicht aufwärmen. Ich habe für euch ein passendes Frühbild mit der Technik in die Infobox verlinkt. Eine Anschaffung von einer Schildkröte ist nicht billig, denn schon allein um das Freigehege zu gestalten und das passende Frühbild zu kaufen, benötigt ihr ein gut gefülltes Sparschwein. Es folgen Pflanzen, verschiedene Untergründe wie Kies, Mulch oder spezielle Schildkrötenerde. Außerdem benötigt ihr noch die passende Technik im Frühbeet, wie zum Beispiel eine Wärmelampe, ein Keramikstrahler als Nachtlampe und ein Thermotimer. Ihr müsst ebenfalls bedenken, dass die Wärmelampe jeden Tag laufen muss und der Keramikstrahler. Außerdem muss eure Schildkröte auch mal zu einem Reptilienfacharzt. Hier ist nochmal zu erwähnen, dass ihr zu einem Reptilienfacharzt geht und nicht zu einem normalen Tierarzt, denn der kennt sich meistens nicht mit der Materie der Reptilien aus. Eine Untersuchung oder Behandlung kann auch schon schnell mal dreistellig werden. Was viele vergessen ist auch, wo macht eure Schildkröte Winterstarre? Hier benötigt ihr zum Beispiel einen zweiten Kühlschrank. Dies ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, an den ihr denken solltet. Es ist schwierig euch zu sagen, wie viel ihr am Anfang ausgeben müsst, damit eure Schildkröte artgerecht leben kann. Ich kann euch nur sagen, wie es bei mir war. Ich habe mir zum Beispiel am Anfang direkt das Frühbeet von Beckmann besorgt. Kostenpunkt waren hier etwas über 400 Euro. Mit der passenden Technik, Bepflanzung und sonst allen wichtigen Materialien kam ich bestimmt locker auf über 1000 Euro. Daher solltet ihr euch es sehr gut überlegen. Schildkröten sind Wildtiere und daher keine Kuscheltiere. Außerdem sollte man eine Schildkröte nicht ständig in die Hand nehmen und streicheln, denn das löst bei den Tieren nur Stress aus und kann zu Krankheiten führen. Meiner Meinung nach ist daher eine Schildkröte für Kinder ungeeignet, da man wirklich sehr viel Verantwortung übernehmen muss. Ihr solltet auf jeden Fall eine Urlaubsvertretung haben, denn es muss täglich nach dem Rechten geschaut werden. Außerdem sollte man das Wasser gerade im Sommer täglich mehrmals säubern und neu machen. Auch Futter benötigt die Schildkröte. Was ist mit der Technik im Frühbeet? Ist da alles in Ordnung? Auch das solltet ihr täglich kontrollieren. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare stellen. Wir versuchen schnellstmöglich darauf zu antworten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr Videos. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.